Hallo und willkommen bei einem neuen Video Lars Gaming bereist die Wellen. Heute auf der Siersburg im Saarland. Es steht nicht mehr so viel. Der Bergfried steht noch und die Außenmauern. Aber es ist immer wieder schön hier hochzugehen. Ich glaube, ich war seit Corona nicht mehr hier. Also vor Corona das letzte Mal. So, jetzt ist auch die Sonne weg. Dann sieht man es ein bisschen besser. Und falls ihr euch wundert, warum ich keine Luft habe, das hat damit zu tun, dass dieses Jahr ziemlich hart war. Beziehungsweise Ende letzten Jahres schon. Hab mir ein paar Bänder im Fuß abgerissen. Und um die Adduktoren rum noch was abgerissen. Und jetzt noch Probleme mit dem Knie. Aber nur bei voller Belastung, also muss ich erst wieder fit werden. Aber es wird wieder, da bin ich sehr von überzeugt. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber ich werde auch wieder fit. Hier haben wir übrigens eine richtig schöne Aussicht. Und jetzt geht's in den Eingangsbereich der Burg. Hier sind übrigens auch sehr viele Feste. Burgfest, Mittelalterfeste. Vor Corona war hier auch noch Kino. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Da war ich nämlich auch schon in Star Wars. Wie gesagt, viel steht von der Burg nicht mehr, leider. Man hat quasi die Außenmauer noch, den Bergfried und den Eingangsbereich. Viel ist nicht mehr da, leider Gottes. Aber da ich immer gerne wandern gehe, beziehungsweise spazieren gehe, gehe ich eigentlich auch einmal im Jahr, denke ich mal, so rum auf die Siersburg. Seit Corona jetzt leider nicht mehr. Aber heute habe ich mir dann gedacht, machst du mal wieder ein paar Meter. Wochenende war hier auch Burgfest.
Da habe ich es aber leider nicht hingeschafft. Da war ich irgendwo anders da. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ah ja, auf Burning Hill. Stimmt, ich erinnere mich. Aber ich muss sagen, so am liebsten. Hier haben wir noch eine Schießscharte. Am liebsten gehe ich eigentlich auf die Burg Montclair. Das ist eigentlich so vom Weg her sehr angenehm, finde ich. Und die haben auch ein Lokal. Gibt es Kleinigkeiten zu essen, zu trinken. Deshalb gehe ich da eigentlich immer gerne hoch. Trink dann mein Bier, esse ein kleines Schnitzel, vielleicht auch ein großes. Ein bisschen die lokalen Läden unterstützen. Ein bisschen den Tourismus im Saarland unterstützen so. So, jetzt gehen wir hier noch zum Bergfried und dann war es das eigentlich auch schon. Das komische Gekumpelches, das Geknister sind übrigens meine Wasserflaschen im Rucksack. Aber wie gesagt, vom Platz her bietet es sich hier super an, für so Feste zu feiern. Der Weg hoch ist, naja, wo man mit dem Auto hochfahren kann, also man selber nicht, aber die Veranstalter, der Weg geht eigentlich, man kann auch links abkürzen, der ist dann ein bisschen steiler. Aber ich bin schon schlimmere Burgen hochgegangen. Ich weiß gar nicht, welche die schlimmste war. Wie gesagt, was ich halt eben toll finden würde, ist, wenn so Burgen wieder aufgebaut werden würden. Das finde ich klasse. So komplett restauriert werden. Aber das ist natürlich unfassbar teuer. Aber wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinnen, werde ich das auf jeden Fall bei verschiedenen Projekten mal in Angriff nehmen. Wenn auf jeden Fall einige Spenden kommen für so Sachen. Ich finde sowas immer klasse. Ich war schon auf ein paar Burgen, die restauriert wurden. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche das waren. Das war schon klasse. Warte, ich muss mal kurz mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob es hier Pläne gibt, wie die Burg ursprünglich ausgesehen hat. Das kann ich gar nicht sagen, da muss ich mich mal im Internet schlau machen. Aber für einen Abstecher ist die Burg immer wieder wert. Ein bisschen Bewegung, man hat eine schöne Aussicht, kann hier oben schön entspannen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, bei Lars Gaming bereist die Wellen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.